Seid gegrüßt und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die neuen On-Ear-Kopfhörer Tune 670 NC von JBL. Mein Name ist Carsten von TestVenture und was die unter 100 Euro teuren Headphones leisten können, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Los geht's! Lieferumfang. Schauen wir uns den Lieferumfang an, gibt es keine Überraschungen. Mit dabei der Tune 670 NC Kopfhörer. Ein USB-C Ladekabel, ein 3,5 mm Audiokabel und die Beipackzettel. Auch wie bei den 770 NC gibt es kein Reiseetui oder Transporttasche. Design und Tragekomfort. Optisch verändert sich JBL im On-Ear-Sektor im Vergleich zu den 660 NC nicht und bringt einen in vier Farben erhältlichen Nachfolger heraus. Schwarz wie zu sehen, lila, blau und weiß gibt es zur Auswahl. Mir gefallen tatsächlich alle Farben, schauen wir uns die Verarbeitung an und ziehen einen Vergleich zu den Tune 770 NC, muss ich sagen, dass sich dieses Modell an den Ohrmuscheln instabiler anfassen lässt. Auch die Polsterung ist recht dünn und stellt für mich auf Dauer einen Schwachpunkt dar. Ich kann mir gut vorstellen, dass es reißen kann. An den Seiten gibt es hier auch das JBL-Logo und auch die Funktionstasten sind am rechten Ohrhörer verbaut worden. Mit einem Gewicht von gerade einmal 174 Gramm ist der On-Ear-Kopfhörer eher ein Leichtgewicht. Der Tragekomfort ist für mich persönlich vollkommen okay, auch wenn die Headphones relativ locker sitzen. Etwas schnellere Bewegungen lassen die 670 NC schon vom Kopf fallen. Laufen oder Joggen ist auch keine Option in meinen Augen, denn es wird gefühlt jeder Schritt über den Körper hörbar am Kopfhörer. Ansonsten fühlen sich die Polster angenehm an und gehen auch schnell in ihre Ausgangsposition zurück. Längeres Tragen ist ohne Probleme möglich. Verbindung. Möchten wir die Tune 670 NC mit unserem Smartphone verbinden, schalten wir das Bluetooth und die Kopfhörer ein. Anschließend drücken wir in unserer Bluetooth-Liste auf die 670 NC und eine Stimme bestätigt uns die Verbindung. JBL setzt bei seinen neueren Headphones auf den neuen Bluetooth 5.3 Standard. Android und iOS sind beide kompatibel, die JBL Headphones App ist zu empfehlen für Updates und weitere Einstellungsmöglichkeiten. Funktionen. Zu der Geräuschunterdrückung gesellen sich noch weitere kleinere Features. Wir gehen dazu in die JBL-App. Auf die ANC-Funktion gehen wir später noch genauer ein. Der obligatorische Equalizer ist mit dabei und kann zu den Presets individuell eingestellt werden. Wer möchte, kann das VoiceAware nutzen, um bei Anrufen die eigene Stimme hörbar zu machen. Aber funktionieren tut die Funktion gut und die eigene Stimme wird gut weitergeleitet. Die Smart Audio und Videofunktion sorgen für die bestmögliche Wiedergabe. Habt ihr Probleme mit Synchronität, dann probiert die Videofunktion aus. Eine Sprachsteuerung ist verfügbar und die Sprachansagen können separat eingestellt werden. Noch erwähnenswert ist das automatische Abschalten. Ich stelle das immer ganz gerne ein, um Akku zu sparen. ANC Geräuschunterdrückung. Bei On-Ear-Kopfhörern bin ich zunächst immer skeptisch, was die Voraussetzungen für ein gut funktionierendes ANC angeht. JBL setzt die Geräuschunterdrückung allerdings bei den 670 NC gut um. Ich würde die Reduzierung gerade im tieffrequenten Bereich als sehr gut bezeichnen und fortlaufend nach oben hin etwas abnehmend. Straßenlärm wird schön entschärft und auch allgemeines Umgebungsrauschen wird gut gefiltert. In Zahlen ausgedrückt würde ich sagen, gute 70% der Geräusche werden unterdrückt. Ein ordentlicher Mehrwert für den Hörgenuss. Mikrofonqualität. Für euch wie gewohnt eine Testaufnahme des Mikrofons. Es wurde für die Kommunikation genau eins verbaut. Ich empfinde die Qualität als gut und ausreichend. Eine komplette Unterdrückung von den Geräuschen gibt es nicht. Sie werden lediglich leiser und auch die Stimme wird dadurch leicht abgesenkt. Immer noch gut verständlich und kein Roboter-Effekt oder große Filterung sind spürbar. Telefonieren kann man also ohne Einschränkungen. Musikqualität. Die Soundwiedergabe ist derzeit von JBL kaum zu schlagen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Sound lässt erstmal keine Wünsche übrig, der Gesamteindruck ist für JBL schon sehr neutral und offen gehalten. Der zumeist im Vordergrund stehende Bass bei JBL ist bei den Tune 670 NC nicht vorhanden.
fügt sich meiner Meinung nach deutlich organischer ein und lässt genügend Platz für andere Frequenzen. Die 32mm Treiber sorgen für ordentlich Spaß in vielerlei Hinsicht. Ich höre beispielsweise sehr gerne deutschen Hip-Hop oder Chartmusik. Mit den neuartigen Musikproduktionen haben die Tune 670NC keine Probleme. Wer auf knackige Snares oder gut ausgewogenen Klang steht, der wird viel Freude mit den Kopfhörern haben. Fazit: Kommen wir zur Zusammenfassung und Bewertung der JBL Tune 670NC. Hervorzuheben sind eine schöne und klare Musikwiedergabe. Auch eine üppige Akkulaufzeit oder die Geräuschunterdrückung können mich persönlich überzeugen, auch wenn ich eher die Over-Ear-Kopfhörer bevorzuge. Mich stört der auf den Körper übertragene Körperschall beim Gehen. Diesen empfinde ich beim Musikhören schon als lästig. Ansonsten gibt es vielleicht noch kleine Abzüge bei dem benutzten Stoff an den Ohrmuscheln, welcher in meinen Augen sehr dünn geraten ist. Mal schauen, wie lange das hält. Beim Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich im Großen und Ganzen zufrieden und kann gute 4,0 von 5 möglichen Sternen vergeben. Falls du uns noch nicht folgst, dann kannst du das jetzt durch ein kostenloses Abo nachholen und uns damit unterstützen. Gerne auch ein Like und oder Comment mit deinem Feedback dalassen. Danke für deine Hilfe und bis zum nächsten Mal. Deine Test Venture Crew.